brauchen wir fürs Finale Kato und Notice. Oh, Junge! 4 Minuten einfach. Notice fängt an. Stellt euch nicht so an, nur weil ich eine voluminöse Stimme habe. Ich bitte euch. So, 10x4, Notice fängt an. Los geht's. Passt auf, Finaltime. Wo sind die Hände? Jetzt wirst du endlich besiegt und jeder weiß, Native hat es eher verdient. Ey yo, ich weiß, ich habe es als Rapper drauf und die Diltily Cap, die sieht bei Brian Damage noch besser aus. Alter, ich box der Nutte in den Bauch und er macht ah wie der Junge in der Crowd. Dann fick ich deine Mutter in den Bauch, denn ich bin am Start und ich hab einen viel zu fetten Schlauch. Ey yo, und das interessiert Notice sehr. Ich fick deine Mutter und die macht arr, denn ein Pirat sticht halt auch ins Rote Meer. Ha. Ja, und ich weiß, du bleibst geduldig da, denn deine Mutter hatte mal ein paar Papagei auf der Schulter. Du wirst jetzt ins Koma geklatscht, die Rote Meerlein hab ich doch schon mal gebracht. Das weiß jeder in der BAB, keiner will dich Faker sehen. Du siehst aus wie ein Skater, ey, du bist echt nur gay. Ey yo, und ich bin halt kein kompletter Biter, denn meine Line war komplex und war noch so wie deiner. Leider nicht, denn es ist Notice, du wirst hier gleich gefickt und nach ein, zwei Zeilen verliert die Pussy das Gleichgewicht. Ey, ich fick dich und deine Gang sicher. Wenn du hier gewinnen willst, dann rap ein bisschen verständlicher. Denn keiner hat den Scheiß verstanden. Kein Problem, nicht Nuttensohn hier easy weg zu punchen. Ey ja, punchen und du schlägst mich in den Bauch. Aber ich mach ein paar Zeilen und der Gegner ist dann raus. Ey yo, und ich weiß, ich habe dich jetzt nun besiegen können. Bei mir gab's als einzigem kein Unentschieden. Alter, was will diese kleine Pussy? Der sieht im Gesicht aus wie der Behindi von den Goonies. Und du fickst so kleine Kinder. Du kleine Missgeburt, bist für mich nix als nur behindert. Ey yo, mir egal, was dieser gerade wieder sagt. Denn du siehst für mich so aus wie der zweite Spasti in der Bahn. Yo, denn du siehst aus wie ein Niemand, bist nicht mit Erkennungswert da. Ich komm jetzt hier rein und mach's dir ernsthaft schwerer. Ich seh lieber aus wie niemand, Bitch. Bevor ich nur ein Niemand bin. Du bist für mich nix als nur ein Stricher. Der erste Battle-Rapper, der schlechtere Zähne als ich hat. Ey yo, und ich weiß, ich mach das Opfer weg. Ey yo, und ich weiß, du hast jetzt einmal vom Boss gerappt. Ja, erzähl mal bisschen was von deinem Erfolgskonzept. Denn ich weiß, alles was du rausbringst ist komplett wack. Ey, ich bin für die Scheiße geboren. Was soll das? Wir haben doch beide bei Kolle verloren. Alter, ich bin ja ein Fickhunde. Deine Ohren zeigen ich in alle Himmelsrichtungen. Ja, ja, schönes Turnier, ich sag Scheiß auf dich. Du hast verloren, ich verlor freiwillig. Ich hab mir extra keine Mühe gegeben. Hat nur Bock einfach im Battle auf einer Bühne zu stehen. Wenn der so betont, dann fang ich an zu kotzen. Ich wollte verlieren, ja das sagen nur Fotzen. Hast du niemals eine Chance gesehen? Du bist niemals Erster, du bist nicht mal Bronze, ey. Ey yo, du wirst jetzt hier von Notice zerstört. Was hast du gegen die Betonung? Hast du noch nie Onyx gehört? Ey yo, denn so betont ein richtiger Oldschool-Rapper. Denn jeder merkt direkt, Notice-Flow ist besser. Ey yo, ich bring dich kleinen Gay um. Du bist Onyx, denn du bist ein Verräter, so wie Fredo. Fredo-Star. Jeder weiß, wie Gay der war. Checkt jemand hier die Parts? Ich glaube keiner. Ey yo, ich sage einfach zu dem Spaß, der kann sehen. Crowd Reaction, jeder hier hat Party gesehen. Mir egal, was für Namen du willst. Denn ich weiß, ey, ich kann dich schlagen, wenn ich dich auf der Straße mal sehe. Ich fick dich easy durch die Hoodpenner. Jeder kennt hier Party, doch ich fick dir grad der Hoodpenner. Ich hab mich versprochen, noch kein Problem, du gehst. Ey yo, ich komm mit Freestyler-Bars. Das war der allerschlechteste Vierzeiler, den's hier jemals gab. Yo, und ich hab's dir jetzt live grad gesagt. Das war der schlechteste und hier war sogar Primetime am Start. Scheiße, du bist eine Made. Den Rebuttal mit Primetime wollte ich jetzt selber sagen. Aber du bist hier sofort gebombt, kleiner Hurensohn. Du bist mir einfach zuvor gekommen. Lärm für die beiden, yo! Hat euch das Finale gefallen? Wunderschön. Fragen wir die Judges, was sie dazu sagen. Kurz vorm Ende habe ich Kato vorne gesehen, aber die letzte Zeile hat es nochmal bei Notice rumgerissen. Notice. Aber Verlängerung. Ja. Verlängerung. 10 Minuten.
Haben wir noch 10 Minuten? Ja, es ist leider so, Rosbach hat es gesagt, Kato hat es selber noch in seinen letzten 4 Zeilen gesagt, Note ist überragend, beide überragend, aber in den letzten 4 Zeilen war es ausschlaggebend, deswegen mein Gott, ein Note ist. Ey, das war ein Battle auf absoluter Augenhöhe, ein würdiges Finale. Macht mal Lärm für den Zweitplatzierten, Kato! Und jetzt ganz viel Liebe für den Gewinner des 8. Spieltags. Notice! Wunderbar, schön, dass ihr am Start wart.